for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein Patternless Rock Python, also Felsenpython, Python Sebae als Patternless. Ihr merkt es mir vielleicht ein bisschen an. Ich bin hier gleich wegen bemüht, den zumindest nicht so nah an mein Gesicht zu lassen. Die Rock Python gelten als relativ garstig. Das ist im Großen und Ganzen tatsächlich auch so. Die sind von Natur aus wirklich gleich wegen garstig. Wobei, wenn man sich wirklich viel Zeit und Mühe gibt, können auch die völlig zahm werden, ne? Unglaublicherweise. Aber braucht man wirklich viel Zeit und Mühe. Das Ganze als patternless, olivfarbenes Tier, wirklich hübsch. Ich glaube, der verliert gerade Irving seine Geduld. Wirklich hübsch so mit dem patternless, ne? Schöne Farbmutation. Wie gesagt, diese Garstigkeit, die dadurch büßt ein wenig in der Popularität ein, aber trotzdem ein interessantes Terrarientier, wer den Platz zur Verfügung hat. Es werden auch Riesenviecher, gehören zu den Big Five, zu den größten Riesenschlangen der Welt mit über 4 Meter. Deswegen natürlich auch nicht für jeden geeignet. Aber wer den Platz hat und wer sich auch vor dem Temperament eines Felsenpythons nicht fürchtet, da ist so ein Felsenpython oder gar noch als Patternless sicher ein tolles, spannendes Terrarientier. Die Hakennasennattern sind in der Terrestrik nach wie vor völlig hot, um mal so den Umgangs-, die Gossensprache zu gebrauchen. Ist ein tolles Terrarientier, lässt sich wirklich gut halten. Also wir haben ja die westliche Hakennasennatter, ne? Moment, ja, westliche. Die Heterodon nasicus. Wirklich tolles Terrarientier. Mittlerweile gibt es jede Menge Farben. Von der Haltung her im Prinzip fast gleich wie eine Kornnatter. Am Tag mache ich es schön warm, 28 bis 30 Grad. Nachts schalte ich alles aus. Hier mal so ein klassisches Hakennasennattern-Set aufgebaut. Ne? Das ist jetzt nur ein 60er-Terrarium. Das ist entweder für die Jungtieraufzucht oder für ein Männchen ist es okay von der Größe. So ein einzelnes Männchen kann ich sogar in einem 60er halten. Für ein Weibchen oder ein Pärchen nehme ich das Ganze dann als 90er-Terrarium. Beheizen würde ich euch mit Panel empfehlen. LED bisschen als Licht. Als Streu, wir verwenden dieses Holzeinstreu, das Espen. Supersoft oder das Espen Allround oder Espen Premium finde ich ein tolles Streu für Hakennasennattern, buddeln die gern drin, verstecken sich drin. Meiner Meinung nach ist das perfekt. Eine Höhle anbieten. Wir nehmen auch diese Höhlen ähnlich den Königspython-Schlupfboxen, machen feuchtes Moos rein, können sich im feuchten Moos verstecken. Wasserschale natürlich, ein bisschen Deko rein, ne? Hier so Driftwood, Kunststoffpflanze, Thermohygrometer zum die Temperatur checken. Das ist dann ein schönes, perfektes Hakennasennattern-Terrarium. Und wie gesagt, da lassen die sich als Terrarientier toll drin halten. Hakennasennattern machen im Winter so gut 2 Monate Winterruhe, schalten wir das Terrarium alles komplett aus, füttert in der Zeit auch nicht. So kühle Zimmertemperatur ist okay oder ist ausreichend, also so ja, knappe 20 Grad, nachts auf 15 Grad macht man Winterruhe. Im Frühjahr fährt man das Ganze wieder hoch auf die Temperatur, wie ich gerade gesagt habe, so 28 bis 30 Grad. Wenn man ein Pärchen hat, fangen die dann das Paaren an miteinander. Und die Weibchen machen in der Regel 2 Gelege pro Jahr. Ein erstes etwas größeres, ein zweites, das kann ein paar Eier weniger sein. Aber da sind die auch relativ produktiv. Und ja, dann kommen wunderhübsche Babys raus. Und da zeige ich euch jetzt einfach ein paar schöne neue Farben davon. Einfach mal ein paar gängige Hakennasenfarben für euch zum Zeigen. Gibt mittlerweile auch wirklich ganz viele. Aber hier mal eine Auswahl. Der Klassiker, wie bei allen Reptilien, ist der Albino. Schöne Albino-Hakennasen hier. Die geht jetzt wegen mehr in die gelbe Richtung. Es gibt Albinos, die wegen mehr Orange oder mehr Rotanteil mit drin haben.
Ja, da gibt es eine ganze Farbpalette bei den Albinos von bis. Ne? Vererbung bei den Albinos bzw. amelanistisch, um den Fachausdruck zu gebrauchen, ist rezessiv, wie bei den anderen Reptilien auch. Das heißt, beide Elternteile müssen das Albino-Gen in sich tragen. Dann haben wir aber auch bei den Hakennasen kodominante Farbmorphen. Auch so mit der Klassiker ist die Anaconda. Anaconda hat ihren Namen durch die Zeichnung, weil sie ähnliche Sattelflecken hat, wie so eine Anaconda hat. Ne? Diese runden Sattelflecken, die haben wohl den Namensgeber an eine Anaconda erinnert. Und deswegen hat er die Anaconda so genannt, wegen diesen runden Flecken. By the way, Anaconda hat immer einen schwarzen Bauch. Ne? Wenn ihr euch von oben nicht sicher seid, ob es eine Anaconda ist, einmal umdrehen, schwarzer Bauch. Immer ganz typisch bei den Anacondas. Anaconda ist kodominant, das heißt, es gibt eine Superform. Ne? Wenn ihr Anaconda mit Anaconda verpaart, bekommt ihr die Superconda. Superconda ist so eine Mischung zwischen patternless und gestreift. Ne? Hier klassische Superconda, der Bauch ebenfalls wieder einfarbig schwarz, wie bei der Anaconda auch, aber obendrauf die Zeichnung völlig reduziert bis auf diesen Rückenstrich. Ne? Das ist die Superform. Wenn ihr jetzt mit der Superform zum Beispiel weiterzüchtet, Superform mit Classic, teilt sich das wieder auf und ihr habt wieder 100% der Babys, habt ihr wieder die Anaconda. Ne? Dann wird aus der Superconda, wenn ein Elternteil nur Superconda ist, werden die Babys wieder Anaconda. Das Ganze gibt es auch als Albino. Das ist die Albinoconda, ne? Also die... bei der Anaconda spricht man dann als Abkürzung immer nur noch von der Conda, ne? Albino-Conda, also Albino-Anaconda, sieht dann so aus. Am Bauch zeichnungslos, also der schwarze Bauch wird dann einfarbig rötlich. Obendrauf auch die typischen Sattelflecken. Das Ganze gibt es auch als Albino-Superconda, ne? Also die Anaconda in Superform, Albino-Superconda. Da können wir hier ein Foto einblenden, die habe ich nicht in Original da, aber zumindest können wir euch ein Foto zeigen. Auch ein tolles, hübsches Tier, Albino-Superconda. Also eine Mischung aus rezessivem Albino und kodominantem Anaconda. Dann haben wir hier eine Arktik. Arktik auch nicht immer ganz leicht zu erkennen. Gut, man kann auch die Arktik haben diesen schwarzen Bauch, kommen oder schlüpfen relativ dunkel. Der Gag an den Arktik ist, dass sie, also ich nehme auch an, dass daher der Name kommt, dass sie wirklich extrem aufhellen, auch andere Farbmorphen aufhellen in der Zeichnung. Je größer sie werden, desto heller leuchtender ist die Grundfarbe. Ja, also ist nicht direkt ein Weiß, aber na, vielleicht so eine eisähnliche Farbe. Vielleicht kam daher der Name Arktik, dass sich der Namensgeber das damit überlegt hat. Und das Ganze gibt es auch als Superform, die Superarktik. Wieder schwarzer Bauch wie bei der Anaconda. Arktik und Superarktik von oben zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Wenn sie schlüpfen, ist es relativ einfach. Da sind die Superarktik sehr dunkel, fast schwarze Tiere, würde ich bald mal sagen. Die Superarktik hat immer pechschwarze Augen. Ich weiß nicht, wie gut man es mit der Kamera von Weitem sieht, beziehungsweise wir können auch ein Foto einblenden von der Superarktik, dass man einmal die Augen sieht, wie die ganz schwarz sind, und wir können auch mal eine Superarktik in Größe oder in Adult zeigen. Da kommen die Farben noch deutlicher, noch heller raus. Wie der Name schon sagt, Arktik und Superarktik, lässt schon darauf schließen, dass es eine kodominante Genetik ist. Ne? Also Arktik mit Arktik gibt die Superform, das heißt, es ist kodominant.
Dann haben wir die Mischung aus Arktik und Anaconda, gibt eine Arktikconda, verändert ebenfalls wieder wegen des Erscheinungsbild. Die sieht dann so aus, also man sieht schon noch von der Anaconda die runden Sattelflecken, hat natürlich auch diesen schwarzen Bauch, wie Anaconda und Arktik ja auch beide haben. Dann muss natürlich auch die Arktikconda den schwarzen Bauch haben. Zuletzt noch eine relativ neue Morph, die auch relativ vom Preis her noch relativ hochpreisig ist, ist die Lavender. Wo haben wir sie? Irgendwo da unten muss sie sein. Okay, wenn sie uns nicht, ach, da sitzt sie unter der Wasserschale. Lavender hat mit einem T plus Lavender, wie jetzt bei Königspütern oder bei Riesenschlangen, nichts zu tun. Also es ist kein Lavender Albino, sondern der Ausdruck Lavender kommt schon auch. Also wenn man jetzt die Farbe anschaut, sie hat schon so einen lavenderfarbenen Touch. Bei den adulten Tieren vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter. Können wir auch mal ein Foto von einem adulten Lavender einblenden, dass man die Farbe noch ein wenig besser sehen kann. Also eben diese Lavender sind im Moment noch wenn so die hochpreisigere Sache bei den Hakennasennattern, wo man auch tolle oder spannende andere neue Morphen sicherlich noch damit rauszüchten kann. Ne? Lavender ist auch rezessiv, by the way. Also wenn ihr Lavender züchten wollt, müssen beide Elternteil das Lavender-Gen haben. Die Hakennasensaison ist noch ganz frisch, deswegen auch lauter so kleine Babys oder Jungtiere für euch. Ne? Die haben jetzt alle erst ein, zwei Mal gefressen. Fängt erst an die Saison. Auch von den Farben her war das jetzt so ein kleiner Überblick. Gibt ja, wie gesagt, mittlerweile viel, viel mehr Farben. Dürft ihr auch gern mal unten bei den Kommentaren posten, welche Farben euch interessieren oder was ihr schon gesehen habt an Hakennasennattern, was ihr im Moment besonders hot findet an neuen Farben. Schreibt es gern mal unten rein, bin ich gespannt. Freue mich drauf und bleibt mir treu und check the Hawks. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.